Moin Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Community Commentary WWE-Gen PvP. Heute mit dem guten Harry Rogue. Ne? Muss ich noch irgendwas sagen zu dem Namen? Nein, letzten Replays gesehen? Ja, dann muss ich gar nichts mehr sagen zu dem Spieler oder dem Interface. Vermutlich, ich bin auch höchst gespannt, was wir heute Schönes sehen werden in der Kriegssimmen-Schlucht. Und der Gute hat auch geschrieben, hey, Katmoku, bei mir ist das Warsong. Ne? So einfach kann es sein, so schnell kann es hier an dieser Stelle gehen. Ich sehe eine Vielzahl an schönen Mounts, oder habt ihr das gerade gesehen? Vom antorischen Aschenhund über hier die wunderbaren entsprechenden Ruf-Mounts, beziehungsweise Rassen-Mounts auch von den Lichtgeborenen oder eben Ruf-Mounts von den Argus-Fraktionen wunderschön gemacht. Ja, denkt sich, da gehen genug in Stealth hin. Nö, ich habe hier die Xavius-Schultern, Digga. Ich gehe selber mal in die andere Richtung und versuche hier das ein oder andere Opfer zu finden. Obwohl da als Schorke reinzuspringen, ob das sein muss, ich weiß ja nicht. Während der Gute sich hier sein Opfer sucht, sei es der Hunter oder sei es der angeschlagene Hexer, er wartet, er lauert richtig schorkenmäßig auf den Jäger, ne? Wartet, dass er der Aspekt der Schildkröte ein bisschen gegenhält und jetzt hier rein mit der Drossel Gifte drauf. Auf Wiedersehen. Erster ehrenhafter Sieg, Freunde. Und wenn das kein ehrenhafter Sieg war, dann weiß ich auch nicht. Damage Control hier, erste Runde PvP, wie es aussieht, ne? Gerade so das Ehrenabzeichen freigeschalten und gleich mal reingeballert hier und auch noch aufgenommen, oder? So wird sich das hier gegönnt, Freunde. So ist das natürlich sehr ehrenhaft. Hier Demon Hunter mit Metamorphose direkt mal rein. Hier Vendetta direkt auch Artefakt draufgezogen. Königsmord, alles tickt da momentan. Sogar der Proc von der Artefaktwaffe. Was war das denn? Das war natürlich nicht nur unser Schorke, auch wenn der mit allem reingeböllert hat, was es so gibt. Das war natürlich auch, haben wir gesehen, aber ein anderer Demon Hunter, ne? Der hatte vier Flügel, der hatte direkt noch den Schutzgeist vom Priester da hinten drauf. Den sehen wir da links sehr schön positioniert. Jetzt vielleicht mal gesehen vom Frostmage. Nein, auch der ballert lieber auf unseren Schurken. Der hier direkt mit Death-CDs, mit Mantel der Schatten, wenn ich es richtig gesehen habe, versucht das Ganze zu negieren. Und jetzt geht es natürlich darum, jetzt hier die eigene Flagge schnell durchzubringen. Versucht hier, wechselt hier direkt auch wunderbar, direkt auf die Support-Schiene wieder gewechselt. Hat er jetzt gesehen, Flagge ist safe von uns, dann wechsle ich hier direkt mal auf die anderen Ziele und sehen hier direkt Blutung drauf. Wunderbar, Artefakt, Proc, Giftlache, ist da Königsmord, ist auch drauf und jetzt bringe ich den Guten hier einfach um die Ecke. Wunderbar, für erste Runde PvP, Freunde, kann man jetzt weniger meckern. Direkt hier den Mage im Gletscherstachel gekickt, direkt Nierenhieb hinterher. Da kommt jetzt mal ein anderer Schurke aus dem Schatten gesprungen, denkt, hey Digi, du bist ja nicht der einzige Kollege und das kann jetzt natürlich böse ausgehen. Das kann sehr böse ausgehen, trotz Lightforge Drainer Ability, der eben Windicam-mäßig von oben runtergeschossen kam. Auf den Frostmagier ist das gerade keine günstige Position für unseren Schurken und das sind wirklich eine ganze, ganze Menge Gegner. Der Holy gibt hier sein Bestes, um den Guten gegenzuheilen, aber der hat eben wirklich diesen Schurken am Arsch, als hätte er blühende Hämorrhoiden jetzt hier in der Giftlache gestunt, kann er da rauskommen, vier direkt hinterher, der kriegt hier einfach so hart auf die Fresse, da brockte doch eben schon von der Schippe springen, wollte ich sagen, da kann man nicht mehr viel hopsen. Freunde, in diesem Sinne, kurzen Wort zu den mehrfachen oder dem Mehrfacheinschicken von euren Replays, das wird natürlich auch, was heißt toleriert, das wird natürlich gern auch angenommen, allerdings wenn es mit demselben Char ist, dann versuche ich die anderen, die neueren zu bevorzugen. Ne, ich habe auch noch ein paar Liegen von einigen von euch, die eben schon mal dran waren, in Anführungsstrichen, aber eben mit demselben Char nochmal was geschickt haben, die kommen dann eben auch. Aber ich denke, es ist für alle okay und auch akzeptabel, wenn ich sage, hey, wenn wir einen anderen Char haben oder einen anderen Spielstil oder was weiß ich, ja, dann versuche ich die eben entsprechend vorzuziehen. Deswegen, wenn ihr was habt, dann schickt das gern weg, kommt's nicht. Ich kann noch nicht sagen, wann's kommt. So ein bisschen Heroes of the Storm Replay mäßig, ne? Ihr kennt das Spielchen. So, und jetzt da reinzuspringen als Schurke, gefährliche Sache. Erste Flagge ist zum Glück drin, beide sind aber auch schon wieder unterwegs und er versucht hier, und das geht natürlich sehr gut mit dem Schurken, auch wenn ich auch immer sehr gern dabei bin, mitten reinzuspringen und da auf die Low Targets einfach mal reinzubürsten mit allem, was ich habe. Denn wir sehen auch, der gute hat so ziemlich alles wieder ready. Ist jetzt natürlich die Frage, wo ist die Flagge? Und der wehnt sich jetzt in Sicherheit. Er will ja noch ein bisschen warten, bis er aus der Range vom Monk ist und will dann versuchen, diesen guten Kollegen hier schnellstmöglich aus dem Leben zu böllern. Erdrosseln ist drauf, Silence ist drauf, Vendetta sitzt da direkt, Königsmord hinterher, Gifte sind drauf, verkrüppelndes Gift tickt da auch, Giftlake ist drauf, Blutung hinterher, guckt euch diese ganzen Dots an, da fragt man sich, ist das noch ein Schurke, ist das noch ein Dotlock, was ist das denn genau? Ist es ein Vogel, ist es ein Flugzeug? Demon Hunter ist jetzt auch dabei, versucht von oben jetzt so ein bisschen an Land zu gewinnen, aber links ist der Pala hier am Start, das können sie eigentlich nicht machen. Nein, das war ein bisschen zu spät hier, möchte ich meinen. Da dürfte eigentlich gar nicht mehr rauskommen. Von der Schippe springen wieder nochmal reingegangen. Blutrote Fiole reingezogen. Auch der Mantel der Schatten negiert ja gerade den heftigen Burst vom Frostiker, der sonst eigentlich auch sehr gut reinböllert. Aber das können sie eigentlich machen. Der Pala hier hat jetzt hier die Bubble gezogen, um nicht interrupted werden zu können, um hier die Heilung durchzubekommen. Und da können sie wenig machen. Schade, schade, schade. Da ist die Frage, was war das jetzt genau? Hat da jetzt Follow-up gefehlt? Hätte das Follow-up vielleicht gar nicht kommen sollen? Hat der Demon Hunter überhaupt dafür gesorgt, dass sie sehen, dass die Flagge da jetzt vom Schurken auf einmal in Bedrängnis gerät? Denn den hätte er bekommen ohne das Backup vom Holy und von dem anderen Kollegen, der damit rumgesprungen ist. Der Versuch war da, das haben wir sehen können, der Versuch war definitiv da und hätte auch gut gehen können, aber so ein BG, wissen wir auch, liebe Schurkenfreunde, oder ist leider manchmal nicht ganz so Schurken-One-on-One-freundlich. Ja, das muss man vielleicht an dieser Stelle auch mal sagen, oder nicht Schurkenspieler sagen, jetzt ja, Digga, ein Glück. Und auch das kann ich natürlich voll nachvollziehen und unterschreiben.
Nichtsdestotrotz sehen wir hier Zergen, nicht sein Ding. Ne, genauso kennen wir den Mann. Ja, der weiß ziemlich genau, was man hier machen muss. Das ist jemand, den hat man eigentlich gern im BG, wenn man eine relativ ernsthafte Runde für einen Win spielen will. Ne? Denn das ist so eine Sache, da regt man sich dann auch nicht wirklich weiter auf. Denn da wird zumindest versucht, das Richtige hier zu machen. Und das zumindest, ne, der Versuch allein, Freunde, der hat auch dafür gesorgt, dass ich überhaupt in Sport nicht durchgefallen bin. Ja, so muss man muss ja auch ehrlich sein, man muss es ja auch an dieser Stelle einfach mal so sagen. Ja, hast du versucht, hast eine 3. Ne? Irgendwann in den Abi-Stufen warst du dann, du hast es nicht mal versucht, naja, okay, hast trotzdem eine 3. Ne? Irgendwann hat man dann das Image auch weg, muss man vielleicht auch mal sagen. So, Freunde, rein in die Basis, aber auch hier wirkt unser Schurke ziemlich alleine, ziemlich verloren und auch mit einer schönen CC-Kombo von Blenden und Kopfnuss jetzt auf den Demon Hunter sollte das sehr, sehr ekelhaft werden können. Den da jetzt rauszubekommen, das könnte natürlich funktionieren, wenn der Debuff noch ein bisschen höher steckt. Sollte ich aber aufpassen, wenn der Demon Hunter jetzt auf die Idee kommt, Mensch, die haben ja einen frechen Schurken, mal hier so ein bisschen seine dämonische Sicht anzuwerfen, dann könnte das sehr schnell sehr, sehr böse werden. Frage ist jetzt, was soll er mit dieser Situation anfangen? Denn im Endeffekt ist es hier ein Spiel gegen die Zeit. Wann wird er aufgedeckt? Ja? Wann wird der gute Mann gesehen? Das könnte jetzt schon sehr knapp gewesen sein. Merkt er nicht, dass was faul ist? Kopfnuss ist jetzt da. Jetzt wissen Sie Bescheid. Kommt da nicht raus. Reicht das jetzt mit dem Burst in der Zeit? Direkt wieder alles drauf. Vendetta, Königsmord hinterher. Kann das reichen? Der Demon Hunter kann ihn nicht heilen. Habt ihr gerade die Burst-Chain gesehen? Guckt euch das an. Wunderbar. Nein, jetzt kommt der Chaos. Was dann die Flagge liegt. Nein, jetzt muss er den Demon Hunter noch fighten. Nämlich die Alpha. Oder ist ja etwa bescheuert? Ist ja etwa bescheuert? Nein, ist er nicht. Hat sie aufgehoben. Schade. Ganz, ganz traurig wieder. Das war so ein Stunt, Freunde. Der hätte auch definitiv auf mich wieder gehen können. Wunderbar gemacht, hier eben abgewartet, dass der Debuff hoch genug stackt. Kriegt er den Demon Hunter jetzt hier outplayen? Noch ein anderer Schurke da. Wunderbar, den müssen sie jetzt machen. Den müssen sie doch jetzt holen, jawohl. Was ist passiert? Was ist passiert? Noch der andere Demon Hunter mit rein? Nein, den müssen sie jetzt holen. Ist sie jetzt abgehauen mit dem Double Fail Rush und er kriegt hier die Flagge auch zurück. Wunderbar, Punkt für die Allianz. Richtig schön gemacht. Gewartet, dass der Flaggen-Debuff da hoch genug stackt, dass der Burst doppelt so hart böllert, ne? Wunderbar gemacht und auch der Support kam dann zum Glück rechtzeitig von hinten nochmal an. Dass jetzt keiner die Flagge nimmt, ja, das wäre nicht schlecht gewesen. Er schreibt es gerade nochmal. Ne? Also den Low-Schurken hier jetzt rein zu schicken, um die Flagge nochmal rauszuholen, weiß ich auch nicht, ob es das Beste ist. Aber natürlich wundert auch nicht. Er nimmt sie trotzdem und wartet hier, dass die blutrote Fiole zum Raggen wieder ready ist. Sehr schön. Und das war so ein Stunt vorne, den fühle ich mit. Ne? Das kennen wir ganz genau, wie oft ich diese Situation auch hatte. Ne? Niemand in der Nähe, die denken nicht mal dran. Die denken nicht mal dran. Das gibt's doch nicht. Das gibt's doch nicht. Demon Hunter, um Gottes Willen. Ob das jetzt so eine gute Idee war, dem die zu geben, das werden wir gemeinsam jetzt rausfinden müssen, Freunde. Aber klar, Demon Hunter kommt ja auch schnell mit seinem Fail Rush und Co. aus den meisten blöden Situationen raus, beziehungsweise teilweise zumindest schneller als ein Schurke, je nachdem, wie es gerade weitergeht. So, das war natürlich jetzt auch nicht ganz so clever, den da mit dem Fail Rush Instant wieder rauszuholen. Die hätten die Schurken hier natürlich sehr schön noch in der Kopfnuss-Chain halten können. Geht jetzt nach oben mit der Flagge, wunderbar, warum nicht? Ne? Demon Hunter Airlines vorne, wir fliegen sie sicher. Er geht direkt hinterher. Er geht einfach direkt hinterher, um die Schurken-Burst-Phasen hier so ein bisschen zu vermeiden. Aber gut, wer hochfliegt, der muss auch wieder runterkommen. Das wissen wir ganz genau. Freunde, ich komme jetzt nochmal auf den Stunt zu sprechen, weil ich glaube, den Demon Hunter kriegen sie jetzt zersäbelt. Insofern sie hinterherkommen, Sprint ist an, wenn Schattenschritt wieder ready ist. Mit Blenden wird sie sogar gearbeitet, um so ein bisschen die Sekunden zu überbrücken. Sehr, sehr schön gemacht. Ganz lässig hier runtergezogen und fahren hier wieder voll die Defense-Schiene auf, auch. Und das ist einfach ekelhaft, ne? Du könntest auch die Flagge klicken, in dem Moment zieht er Unwissen. Ich bin mir sicher, das ist Unwissen. Das ist unmöglich getimed, ja? Zieht er einfach seinen Stun und du kommst nicht raus. Da kriege ich, da könnte ich kotzen. Ja, tagelang. Da möchte ich einfach gegen die Wand kotzen, dass mir das Ganze noch ins Gesicht reflektiert wird, ne? Um mich selber noch zu bestrafen für so eine Scheiße. Ganz im Ernst, Freunde. Ganz, ganz traurig, oder? Ganz, ganz traurig. Ja, hier jetzt im Stun vom Monk hier, der ja auch mit den Gaben, mit den Artefaktwaffen-Trades hier um sich wirft. Das heißt, da muss er gucken, ob er da rauskommt. Der war jetzt verschwinden am Start. Mantel der Schatten ist langsam ausgelaufen, insofern das ja Mantel der Schatten immer ist, ne? Muss man auch mal dazu sagen. Ja, jawohl, sehen wir, unten ist auf Cooldown 2 Minuten. Manchmal weiß ich doch auch noch, wie die Fähigkeiten heißen. Frage ist jetzt, wie kriegen sie sich hier jetzt behauptet? Take it, lass, ne, ist so ein bisschen Naga-Akzent hier. Lass die Flag. Kennt man ganz genau. Und tatsächlich versucht er hier jetzt so ein bisschen auch im Chat nochmal aktiv zu werden. So ein bisschen zu sagen, Freunde, wir können da noch vorgehen. Wir haben so jetzt oft genug gemacht, kommt doch einfach nochmal mit. Ne, klar, die haben keinen Stealth. Ne, außer dem anderen Schurken. Vielleicht reicht das aber auch schon. Ja, und der Demon Hunter kam ja vorhin auch immer mit. Der hat es ja geschafft, irgendwie durchzukommen. Auch wenn er so aussieht, als hätte er gerade 3 Minuten auf Argus gespielt und es nicht mehr geschafft, sich zu transmoggen. Ne, auch das muss natürlich auch ab und zu sein. Ganz klar. So, Freunde, wir nähern uns dem Flankenträger. Das scheint dieser miese Holy Parler zu sein. Da könnte es schon reichen, wenn sie eine Bubble rausbeten, ne? Die Flagge auch im Dreck. Wie viele Stacks hat der Kollege denn? Nicht genug, um den schnell mal down zu bürsten, würde ich sagen. Wo ist der andere Schurke hin? Das ist vielleicht die bessere Frage. Geht jetzt hier rein. Mit dem Stealth Engage, mit dem Erdrosseln direkt drauf. Wieder alles. Muss ich die nochmal aufziehen. Oder dann guckt euch das an. Beide Schurken hier einfach down gezimmert. Wunderbar. Zerlegt und zu Rechte an dieser Stelle gewartet. Sehr schöner Win hier. Definitiv. Und wir haben gerade gesehen, wenn der Heiler da alleine steht und gerade der Parler kann nicht bubbeln, ohne die Flagge zu verlieren, ne? Ruckzuck liegt er da im Dreck.
Schöne Runde, schöne Schurkenplays, definitiv. Sehr gut wieder gefallen. Ich bedanke mich fürs Zusenden und zu schicken, Freunde. Zusenden und zu schicken, das ist auch neu. Das ist neu. Ja, öfter mal was Neues, aber eigentlich fürs Zuschicken und zu sehen, Freunde, bei euch. Wir sehen uns in den nächsten Parts, wenn ihr wollt. Bis dahin, haut rein. Tschau.